Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt. Für die gute Sache gegen Lug und Trug schlägt ein Herz aus Gold, knallt ein blitzeschneller Colt. Ja, das ist Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Er hat Glück und keiner legt ihn rein. Er wird der Sieger sein. So schnell hinterher ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Wenn ihr ihm entkommen seid, feiert die Gelegenheit, es bleibt euch nicht viel Zeit. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und leger ist keiner wie er. Bang, bang, Lucky Luke. Bang, bang, Lucky Luke. Es lebe Lucky Luke, bei Not am Mann ist ein Mann genug, und das ist Lucky Luke. Wham, bam, 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 oh yeah. Ja, Sie sehen das richtig, das sind Telegrafenmasten. 1861 reichten sie von San Francisco bis Carson City. Aber es gab noch keine Drähte bis nach Omaha. Da mussten sich die Leute auf den Pony Express verlassen. Und damit komme ich in die Geschichte. Ich bin Lucky Luke, einsamer Pony-Express-Reiter. Tag- und Nachtzustellung. Ja. Wach auf, Jolly, jetzt bin ich dran mit Schlafen. Wunderbar. Ich hatte gerade einen wunderbaren Traum. Die Telegrafendrähte gingen quer über das ganze Land und ich konnte meinen Job aufgeben. Inzwischen wurde in Washington von Präsident Lincoln das Geld für eine Telegrafenverbindung zwischen Carson City und Omaha bewilligt. Mr. Sibley, die nötigen Mittel stehen bereit. Bald gibt es eine Telegrafenverbindung zwischen Carson City und Omaha. Im Namen der Firma Western Union freue ich mich, dies zu hören. Stop. Ich werde sofort Anordnungen zum Arbeitsbeginn erlassen. Stop. Halt an, Johnny! Wach auf! Wir sind an der Expressstation von Dusty Falls. Hip, hip, hurra! Hier ist die Post, Sam. Geht irgendwas zurück nach Carson City? Ja, zwei Sachen. Dieser Brief aus Washington und, dieser streunende Hund. Oh nein! Ich muss noch ziemlich fest schlafen. Das ist ein Albtraum. Rand dein Plan. Wie kommst du denn hierher? Er ist der Büffelherde gefolgt. Vielleicht wollte er sich mit einem von ihnen anfreunden. Er fühlt sich nur wohl, wenn er sich rumtreiben kann. Ach ja, das war ein nettes Spiel, Kameraden. Aber jetzt kann ich wieder mit meinem alten Freund Lucky Luke spielen. Das ist das Telegrafenamt von Carson City. Und ich werde jetzt den beiden einen Weckruf geben. Danke, Jolly. Ich hatte Schlaf nötig. Ich auch. Lucky Luke mit einem Pony-Express-Brief für Ingenieur James Gable. Das bin ich, Mr. Luke. Juhu! Gute Nachricht, Partner? Allerdings, für mich ja. Aber leider nicht sehr gut für Sie. Diese Nachricht bedeutet das Ende des Pony-Express. Nur, das ist nicht weiter schlimm. An dem Job hänge ich sowieso nicht. Dann habe ich vielleicht eine neue gute Arbeit für Sie, Mr. Luke. Gamble machte mir das Angebot, Vorarbeiter bei ihm zu sein und den Trupp anzuführen, der die Drähte spannt. Ich dachte mir, da bleibe ich auf Draht. Ich habe diesen Job in mein Herz geschlossen. Er nimmt mir eine schwere Last von den Füßen. Ich werde auf der ganzen Reise hellwach bleiben. So wie ich ein Dickerchen gemacht habe. Wir sind vollzählig versammelt, Herr Präsident. Stop. Wenn Sie es wünschen, können Sie mit Ihrer Rede beginnen. Stop. Vielen Dank, Mr. Sibley. Meine Herren, vor ziemlich genau 87 Jahren. Das ist eine gute Formulierung. Ich heb mir die für einen bedeutenden Anlass auf. Mr. Gamble, Sie und Ihre Leute beginnen mit der Arbeit in Carson City.
Mr. Creighton, Ihr Trupp beginnt in Omaha. Sie werden dann planmäßig zusammentreffen hier in Salt Lake City. Ich habe unseren Nationalfeiertag, den 4. Juli, für den Beginn der Arbeiten gewählt. Viel Glück für Sie alle. Vor ziemlich genau 87 Jahren, muss ich mir merken. Bevor Sie jetzt beide anfangen, Stopp, offeriere ich dem Team, das Salt Lake City als erstes erreicht, $100.000 bar auf die Hand. Stopp. Angenommen. Hand drauf, die beste Mannschaft soll gewinnen. Schüttel, schüttel, oh, das ist mein Lieblingstrick. Diesmal hat mich die dumme Treppe völlig durcheinander geschüttelt. Na komm schon, wir müssen die Mannschaft zusammensuchen. Auf dem Weg zurück nach Carson City hatte ich das komische Gefühl, als würde irgendjemand versuchen, sich diese $100.000 selber unter den Nagel zu reißen. Ich will diese $100.000 für mich allein. Ich meine für Sie und mich. Ja, das klingt schon besser. Ich bin nicht den weiten Weg von Omaha gekommen, um nichts und wieder nichts. Also was ist unser Plan? Ganz einfach. Du trittst in die Mannschaft von Gamble ein und sorgst dafür, dass er verliert. Als Vorarbeiter der Creighton-Mannschaft trage ich die Verantwortung für das Preisgeld. Also du klaust den Zaster und wir teilen ihn. Ist das klar? Richtig, abgemacht. Ohne die geringste Ahnung von Bradwells sauberem Komplott stellten Gamble und ich in Carson City den Bautrupp zusammen. Ich weiß nicht, was es da drin gibt, aber es muss was Gutes sein, wenn sich alle anstellen. Bald hatten wir unser Team beieinander. Einer unserer Mitarbeiter war Samuel Schubrand. Der hatte Kraft für drei. Bemerkenswert war auch unser Koch. Der machte Pfannkuchen, die härter waren als die Teller, auf denen sie serviert wurden. Autsch! Wer schmeißt denn damit Geschirr? Und dann gab es noch Joe, den Prospektor. Löcher graben, das war seine ganze Leidenschaft. Natürlich brauchten wir für unsere Mannschaft im Grenzgebiet auch einen Indianerführer. Unser hieß Sperber und dem entging nicht das kleinste Geräusch. Ja, das war die Mannschaft, die sich am 4. Juli 1861 auf den Weg nach Salt Lake City machte. Und außer dem Bösewicht selbst ahnte niemand, dass sich ein Verräter unter uns befand. Typisch. Sie geben einem nicht mal Zeit, sich wenigstens die Mähne zu kämmen. Gehen Sie schlafen, Duke. Morgen fangen wir früh an, die ersten Masten bis Salt Lake City zu pflanzen. Ja. Der gute Wachhund wird die Dinge hier über Nacht im Auge behalten. So wie er ein kurzes Nickerchen gemacht hat. Am frühen Morgen des 4. Juli waren wir bereit, den ersten Mast in die Erde zu setzen. Wir können anfangen, den ersten Mast zu pflanzen, Sam. Komme schon, Joe. Ein neues Zeitalter ist angebrochen und ich werde den ersten Draht in Richtung Westen spannen. Gibt es Probleme? Ja, das kann man wohl sagen. Da hat doch jemand die Mastspitze eingefettet. Da hat doch wirklich so ein Kojote alle Spitzen mit Schmalz eingeschmiert. Mit Schmalz? Wem ist denn so eine Sauerei zuzutrauen? Potz kocht mit Schmalz. Und was er kocht, ist niederträchtig. Oh. Jeder große Koch verwendet Schmalz. Das macht aus ihm doch noch keinen Saboteur. Du dicke Schmalzschüssel! Schnapp den! Das ist ein ganz übler Bursche! Mal langsam, Herrschaft. Nicht so eilig. Luke hat recht. Wir können nicht einfach jemanden verdächtigen. Aber wie können wir die Drähte jetzt an den Spitzen festmachen? Also, ich versuche mal was. Guter Wurf, Luke. Aber wie können wir den Draht festnageln? Na, da mache ich doch gleich noch einen Versuch. Tatsächlich, Luke. Jetzt geht's weiter! Ja, ich hoffe nur, es bleiben noch ein paar Kugeln übrig, bis die Partie Masten verarbeitet ist. Ich schicke eine Nachricht nach Carson City, Luke. Wir besorgen Ihnen jede Menge Munition. Wie viele Schachteln wollen Sie, Mr. Gamble? Na, fabelhaft! Es funktioniert! Jedenfalls bis hierher. Nachdem wir das eingefettete Holz so richtig im Griff hatten, lief die Sache wie geschmiert. Ein paar Leute fanden das Ganze aber recht ungewöhnlich. Komischer Zaun, das sitzender Vogel. Das ist wahr. Der Draht sitzt so hoch, dass Rinder drunter durchlaufen können. Vielleicht haben weiße Männer Rinder, die fliegen. Langsam kamen wir immer schneller voran. Obwohl es oft die reinste Hindernisstrecke war. Besonders, als die Klettertour durch das Shoshonengebirge anfing.
Nur ein Moment, Sam, ich mach dir ganz schnell ein Loch. Geht wie der Blitz. Geht vielleicht doch nicht ganz so schnell. Der Berg ist ein einziger Felsbrocken. Das scheint mir etwas riskant zu sein, Gamble. Der Mast steht auf wackeligen Füßen. Ach, was? Der steht fest wie Eisen, wie angewachsen steht der. Gamble war nicht der Mann, der sich von einem kleinen Berg aufhalten ließ. Und so kriegten wir den Draht schon irgendwie rüber. Aber es gab noch andere Probleme. Weiches Erdreich, Fließsand, manchmal gab es Wind in Orkanstärke. Und oft waren nicht nur die Männer fleißig, sondern auch die Biber. Vorsicht, Baum! Manche Überraschungen waren auch recht spitzfindig. Luke, wir werden angegriffen! Ja, ich glaube nicht, dass die Shoshonen auf dem Kriegspfad sind. Die Shoshonen sind auf dem Kriegspfad. Sie sind Feinde vom singenden Draht. Es dauert nicht mehr lange und dann greifen sie an. Oh ja, ich glaube schon recht bald. Wir sollten lieber in Deckung gehen. Aber ich verstehe nicht, was Sie gegen den Telegrafen haben könnten. Oh. Auf jeden Fall mögen Sie ihn nicht. Ich will mal sehen, ob ich rauskriegen kann, warum. Oh, kann er das denn nicht alleine herausfinden? Ich habe auch nicht das geringste Interesse daran. Hier, Jolly. Da sind Sie. Der Häuptling sieht nicht sehr glücklich aus, Jolly. Nicht sehr glücklich. Ich möchte mal wissen, wie glücklich man in dieser Gegend überhaupt aussehen kann. Wie ich das schon richtig gesehen hatte, war der Häuptling schlechter Laune. Und es stellte sich heraus, dass ihm irgendein Arbeiter gesagt hatte, Indianer dürfen kein Telegramm aufgeben. Ich stellte die Sache natürlich sofort richtig. An die San Francisco Bäckerei. Stopp. Häuptling der Shoshonen will 432 Laib Sauerteigbrot. Stopp. Und einmal Pumpernickel in Scheiben. Stopp. Gut, nicht? War das alles, Luke? Ja. Viel gut, Freund Lucky. Dank nicht mir, Häuptling, danke dem Telegrafen. Dank dem Telegrafen nicht zu früh, Luke. Wir kriegen überhaupt keine Antwort. Was? Singender Draht spricht mit gespaltener Zunge. Das bedeutet, kein Sauerteigbrot. Und auch kein Pumpernickel. Nur die Ruhe, der singende Draht ist kaputt. Und ich habe das Gefühl, es ist kein Zufall. Sieh dir das an, Luke. Es ist kein Zufall. Der Draht wurde durchgeschnitten. Ja, den Verdacht habe ich schon lange. Ich wette, wir haben einen Saboteur in unserer Crew. Jetzt können wir die Bestellung vom Häuptling durchgeben. Er wird uns auch einen Gefallen tun. Vielleicht kann er uns helfen, diesen Verräter zu finden. Ich ließ die Mannschaft antreten, damit sich der Häuptling jeden genau ansehen konnte. Guck sie dir genau an, Häuptling. Wer ist der Kerl, der die Lügen über den singenden Draht erzählt hat? Ich ihn nicht sehen. Er nicht dabei. Das ist ja sehr interessant. Jedenfalls vielen Dank, Häuptling. Lasst euch das Brot gut schmecken. Ich esse nur Pumpernickel. Tja, der Häuptling ist sein Problem los. Aber wir unseres nicht. Wir müssen den Kerl bald finden, bevor er noch mehr anrichtet. Es gibt neuen Ärger, Boss. Die Masten gehen uns langsam aus. Es war so berechnet, dass wir damit bis Austin auskommen. Erst dort gibt es Nachschub. Gambles Einsparmaßnahme war simpel. Der Draht sollte einfach in gerader Linie bis Austin gespannt werden, egal was uns dabei in den Weg kommen würde. Den meisten schien das nichts auszumachen. Viele haben uns sogar bei der Arbeit geholfen. Ein paar Stellen gab es natürlich, da wurde es brenzlig, wenn wir in gerader Linie durch wollten. Hier könnte es ein bisschen brenzlig werden, wenn wir in gerader Linie über den Fluss wollen. Die Strömung ist gefährlich. Ja. Sperber hat eine schöne, schmale Stelle gefunden. Da können die Wagen gut durchfahren. Fein, aber wir haben nicht genug Maste für den Umweg. Der Draht muss in gerader Linie rüber. Wir reiten mal ein Stück flussaufwärts. Ja, ich habe einen Plan. Da kann ich nur hoffen, dieser Plan läuft ohne mich. Mein Plan läuft ausnahmsweise mal ohne dich, Jolly. Du hilfst den Wagen mit rüberbringen. Der kann hier direkt Gedanken lesen. Ich denke, das wird schon gut gehen, wenn nur das Lasso hält. Also das will ich lieber nicht abwarten. Vielleicht gehe ich doch noch mal zum Zirkus. Je eher Luckys Plan ins Wasser fällt, desto schneller komme ich an meine 50.000 Dollar. Sieh dir das an. Mein Freund Lucky Luke überquert den Fluss. Da gehe ich doch mit. Eieiei, das ist aber eine schmale Sache. Oh, entweder ist der Wind stärker geworden oder es hilft mir einer beim Seiltanz, ha? Antanplan. Wie schön, er hat mich bemerkt. Aber in diesem Fall fällt es nicht ins Gewicht.
Ich hab dich, aber du hast die Lage reichlich kompliziert. Mit deinem Glück ist es vorbei, Lucky Luke. Da ist Luke! Tja, es hat funktioniert, aber war es nicht riskant, das Seil zu kappen? Nein, ich habe es nicht zerschnitten. Sie meinen doch nicht etwa... Ja, derselbe, der den Draht zerschnitten hat. Wir müssen den Kerl finden, aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass die Masken bis Austin reichen. Das war der letzte Partner. Aber unser Glück bleibt uns treu. Da vorn ist Austin. Yippie! Hurra! Freunde, der halbe Weg zum Bonus ist geschafft. Herzlich willkommen, Mr. Gamble. Ich bin Lofton, der Bürgermeister von Austin. Freut mich sehr, Herr Bürgermeister. Leider haben wir nur wenig Zeit. Sie haben doch unsere Masken, nehme ich an. Ja, natürlich. Und wir haben sie genauso bearbeitet, wie Ihr Mitarbeiter es verlangt. Bearbeitet? Ich ahnte Schlimmes, aber die Wirklichkeit war noch viel schlimmer. Oh nein, das sind keine Masken mehr, das ist Brennholz. Sind das Knochen? Mal kosten, es könnten welche sein. Nein, keine. Wie dachten Sie wohl, könnte man diese Holzklötzchen noch als Telegrafenmasten verwenden? Also bitte, technische Details gehören nicht in meinen Aufgabenbereich. Dann zeigen Sie uns doch mal den Kerl, der das hier veranlasst hat. Tut mir leid, aber der Mann ist hier nicht dabei. Ich hoffe, Sie finden bald, was Sie suchen. Langsam bin ich nämlich diese Gegenüberstellungen leid. Ich habe eine Pferdenatur und die ist ehrlich. Ach, keine Masten, kein Telegraph. Was sollen wir nur machen? Ich fürchte, wir sind vollkommen erledigt. Das sehe ich noch nicht. Fällt Ihnen was ein? Ja. Nachdem ich den Bürgermeister davon überzeugt hatte, dass der Telegraph Austin mit dem Rest der Welt verbinden würde, ließ er uns in der Stadt freie Hand. Es sieht mehr nach dem Untergang der Stadt aus. Also alles, was recht ist, das war wirklich eine großartige Idee. Ach, war nichts Besonderes. Erstaunlich. Die Auswirkungen des Telegraphen haben das Erscheinungsbild von Austin bereits grundlegend verändert. Dazu kann ich Sie nur beglückwünschen, Mr. Luke. Herr Bürgermeister, wir haben zu danken. Ohne Sie hätten wir nicht weitermachen können. Ja, so spielt das Leben. Nun konnte sich der singende Draht weiter bewegen, bis nach Salt Lake City. Auch Mutter Natur hatte etwas mitgeholfen, bis wir wieder an neue Masten kommen konnten. Aber langsam machte sich die Anstrengung der arbeitsreichen Reise bei allen bemerkbar. Was fällt dir ein? Ich bin kein Verräter. Und ich sage, du bist es doch. Sag das, Sam. Warum glaubst du, dass Joe der Schuldige ist? Ich habe Beweise. Als ich ihm sagte, dieser Schlamm hier würde uns aufhalten, da hat er gelächelt. Das war kein Lächeln. Ich habe Magenschmerzen und zwar von Potzessen. Ich glaube ihm, du solltest dich bei Sam entschuldigen. Gut, es tut mir so leid, Partner. Oh nein, dieser nette Mann ist in Gefahr. Wir Hunde sind extra dazu da, Leben zu retten. Hm? Armes Hundchen, warte, ich helfe dir. Hey, wer rettet denn hier wen? Gib mir noch eine Chance, dann mache ich es richtig. Also, kurz und gut, die Stimmung war miserabel. Ich habe es doch gewusst. Kommt alle her, Potz ist der Saboteur. Oh. Also erklär uns das. Wieso gehst du hier mit dem Beil auf den Telegrafenmast los? Ganz einfach, weil ich kein Brennholz mehr habe. Wollen Sie vielleicht kalte Bohnen essen und rohen Speck? Und warum sagst du das nicht gleich, du Futtervergifter? Gib das Ding her, ich mache den Rest für dich. Ich mach mit, roher Speck ist nicht schlimm, aber kalte Bohnen sind Gift für mich. Moment mal, ihr Holzhacker, ich rasiere mich auch nicht gern mit kaltem Wasser, aber ich tue es trotzdem. Ihr Indianer habt es gut, dass ihr euch nicht rasieren müsst. Da habt ihr mal Glück. Das stimmt. Und es gibt noch mehr, was ihr von uns lernen könnt. Mhm. Auf unserem Weg nach Osten kühlten sich die Gemüter zwar wieder ab, aber nicht die Temperaturen. Es wurde immer heißer. Das ist die große Salzseewüste. Da kommen wir schon durch, Luke. Aber wir müssen eine Menge Wasser ranschaffen. Ich pass auf, ich sorge dafür, dass unserem Wasser nichts passiert. Ich verlass mich auf dich, Potz. Ich hoffe nur, dass er besser aufpasst, als er kocht. Was ist denn jetzt wieder passiert? Ich wette, dass jemand die Achsen angesägt hat. Tatsächlich, an dieser Achse ist gesägt worden. Auch das wird uns nicht lange aufhalten. Männer, ladet die Hölzer auf einen anderen Wagen. Du nicht, Potz. Du hältst weiter Wache bei deinem... Wollen wir wetten, dass das der Wasserwagen war? Der Wasserwagen? Ich hätte gewonnen.
Ich wasch mich lieber noch schnell. Es gibt wenig Gelegenheit zum Duschen in der Wüste. Dieser Saboteur macht uns fertig. Ja, er arbeitet mit allen Tricks. Er hat uns mit dem Achsbruch abgelenkt und dann den Wasserwagen in die Luft gesprengt. Du bist der Verräter, Potts. Na, na. Ich wusste das schon, dass ich das erste Mal deine harten Brötchen probiert habe. Und warum holst du denn da immer noch welche nach? Mach, dass du wegkommst, oder ich... Wir wollen weiter friedlich miteinander umgehen. Und zwar so lange, bis wir genau wissen, wer der Schuldige ist. Also, wir haben genau ein Fass Wasser. Und das muss bis zum Ende der Wüste reichen. Ja, und diesmal übernehme ich die Bewachung. Aha, das nennt der Bewachung. Wenn dieses Fässchen leer ist, wird keiner von Ihnen durch die Wüste kommen. Und schon gar nicht bis nach Salt Lake City. Das ist ja schon leer. Nicht ganz, Sperber. Sie sind gar kein Indianer. Und wie hast du das ausgekriegt, du Rindertreiber? Wenn einem Indianer der Bart wächst, nur weil es kein Wasser zum Rasieren gibt, dann macht er sich verdächtig. Sie konnten sich leicht verkleiden und unsere Arbeit sabotieren. Überall, wo wir hinkamen, waren sie schon da. Und keiner hätte es je herausgefunden, wenn sie sich nicht eingemischt hätten. Ich wollte eigentlich meine letzten Patronen sparen, aber in Ihrem Fall mache ich gerne eine Ausnahme. Jetzt hatten wir den Verräter vom Hals und ich musste nur noch dafür sorgen, dass unser Wasser ausreichte. Und das klappte, Gottlob. War das alles? Nein. Gleich morgen gibt es wieder ein Löffelchen voll. Na, Jolly, alter Freund, vielleicht schaffen wir es diesmal doch nicht ganz. Was für makabere Scherze. Ich habe auch Durst, aber ich reite weiter mit ihm in den Sonnenuntergang. Seht mal, da ist deine Fata Morgana. Oder ist das wirklich... Ja, das ist Salt Lake City. Für später auf. Wir haben noch nicht gewonnen. Da drüben ist Creightons Mannschaft und die kommen rasch vorwärts. Nun seht euch das an. Das ist Gambles Mannschaft und die kommt schnell vorwärts. Oh, mein Mann muss versagt haben. Gamble hätte nie so weit kommen dürfen. Von hier bis nach Salt Lake City war es ein hartes Rennen. Einer musste als erster seinen letzten Mast mitten in der Stadt aufstellen. Alle gaben ihr Bestes und arbeiteten mit letzter Kraft. Aber das Rennen war immer noch völlig offen. Er spricht schon wie ein Sportreporter. Tja, Ihre Crew hat einwandfrei gewonnen, Mr. Gamble. Herzlichen Glückwunsch. Mr. Gamble, Ihre Mannschaft hat sich sehr verdient gemacht. Stop. Auch um den Bonus von $100,000. Stopp. Und ich werde nicht eher Stopp machen, als bis ich das Geld habe. Haha, was für ein Glück. Sie sind es. Kommen Sie, Partner. Wir können den Gewinn immer noch stehlen und dann teilen. Oh nein. Lucky Luke. Ja, ich dachte mir schon, dass meine Verkleidung den Halunken hervorbringen würde, der hinter allem steckt. Aber mich kriegen Sie nicht, Luke. Das ist diesmal auch nicht nötig. Was wollen wir mit den Kerlen machen? Hast du einen Vorschlag? Dazu werden wir jetzt mal den singenden Draht testen. Benachrichtigt das Gefängnis, dass sie die zwei Verbrecher abholen sollen. Und einen verloren gegangenen Wachhund. Ohne Sie hätten wir diesen Bonus nie gewinnen können, Luke. Das hier ist Ihr Anteil. Luke, wo sind Sie denn? Wo ist er denn hin? Luke! Lucky Luke! Einsamer Cowboy, bist so weit, weit von zu Haus. Überall hast du Freunde. Willst nicht Dank und nicht Applaus. Und dein Weg zu neuen Taten ist noch vielen Meilen lang. Reite weiter, immer weiter in den Sonnenuntergang. Armer Cowboy, bist so weit, weit. Komm zu Haus, so weit, so weit.